I'm Fernando. Okay, so what co-living is? Co-living is basically like a big shared house where like-minded people live together. In this case, all of them are remote workers. At least they come here to work on a project while they live together. And there is also a team behind trying to build up the community through events and stuff like that. So I think that's what makes the difference between a shared house and a co-living space, that there is a team behind making the community build. And my name is John, I'm one of the co-founders of Sanaco, and I make sure that here in the house, every guest have the experience that they should have, so they take the most out of it. Perfect, thank you. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, wir sind hier gerade in so einem Co-Living. Wir sind hier gerade in Spanien erstmal, vielleicht das letzte Video nicht gesehen. Ja, stimmt, wir sind hier. Ja. Im letzten Video, da ging es darum, dass wir mit dem Bus runtergefahren sind nach Barcelona, haben einen Tag in Barcelona gehabt, sind weitergefahren nach Javier, haben an einer Tür geklopft, dann ging die Tür auf und dann war das Video vorbei. Genau, haben wir voll spannend gemacht. Und das ist es jetzt, wo wir hier drin sind. Und jetzt zeigen wir vielleicht erstmal das Zimmer. Nee, doch, wir zeigen erstmal das Zimmer und dann sagen wir, warum wir hier sind, ne? Okay. Okay. Ich wollte nur sagen, dass es hier nicht so aufgeräumt, wie wir es hätten aufgeräumt machen können, als Vorwarnung. Ja, das ist schon richtig aufgeräumt. Also hier kommt man rein, dann ist das hier die Klamottenabteilung. Ist richtig cool gemacht eigentlich. Das ist mega cool. Und hier. Das ist unser Bett. Und wie man sieht, das sind so zwei Hostelbetten sozusagen aneinander geschoben, weil die normalerweise hier in der Sommerzeit ein Hostel draus machen. Ja. Aber dazu später mehr. So, dann haben wir hier den Flur. Und dann kommen wir hier ins Badezimmer. Kommt noch einer? Nicht nur haben wir zwei Waschbecken, sondern wir haben auch zwei Klos. Ist das cool? Weil das halt ein Hostel eigentlich hier ist, haben die halt hier eine Dusche, die zeigen gleich, und zwei Klos. Weil ein Hostel halt, ne? Der Planacke. Traum, wir fahren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vor allen Dingen, das ist so ein Timesaver. Also Zeitersparnis, wollte ich damit sagen. Ja. Geil. Wir lassen dich mal alleine. Nee, jetzt zeigen wir noch die Dusche. Hier. Das ist die Dusche. Das ist also unser Zimmer hier und Anja hat das ja gerade schon kurz angerissen. Vielleicht nochmal kurz zur Info. Die haben mit dem Hostel hier gestartet, dieses Co-Living, und haben das dann zum Co-Living umgebaut, aber sind immer noch 2 Monate im Jahr, wenn hier die Touristen-High-Season ist, bauen die nochmal zum Hostel um. Ja. Und dann 10 Monate, das restliche Jahr ist wieder Co-Living. So, das war also hier unser Zimmer. Natürlich zeigen wir euch in dem Video mal das ganze Haus und die verschiedenen Bereiche, die es hier gibt. Und? Ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal. Ja. Ist einer gegenüber auf dem Balkon. Und jetzt gehen wir zum Frühstück. Ja, also Frühstück heißt jetzt nicht, dass wir hier irgendwo zum Frühstücksbuffet gehen, sondern wir machen uns jetzt hier Frühstück. Das macht ja jeder selber, ne? Das ist übrigens die Küche hier. Also hier ist in der Mitte ist eine so eine große... Entschuldigung. Hier in der Mitte ist eine so eine große, wie nennt man das, so eine Insel. Und hier sind jeweils 4x2 von den Herdplatten, also dass alle gemeinsam kochen können. Dann ist hier drüben ist so ein riesiges Regal mit Tellern, mit Töpfen, mit Pfannen, Gläsern. Hier ist eigentlich alles da, was man braucht. Dann hier auch nochmal ein Waschbecken. Ja gut, das hier ist unser Stativ, das haben wir uns gerade gebaut. Ja, das ist ganz witzig. Hier sind, es kommt immer darauf an, wer so gerade im Haus ist, also wie der Rhythmus von den ganzen Leuten ist. Wir haben in der ersten Woche war es so, wir sind hier runtergekommen. Waren dann irgendwie so um 7:30 oder um 8 waren wir da und plötzlich waren schon 4, 5 Leute da. Die haben alle schon ihr Frühstück gemacht oder waren schon fertig. Jetzt gerade ist eher so, die Leute, die hier sind, die kommen immer nach uns. Die sind mal erst so zwischen 9 und 10, werden die erst richtig wach und machen ihr Frühstück. Und eine haben wir hier, die hat sowieso ihren ganzen Rhythmus vertauscht. Die arbeitet nachts, weil sie sagt, ich bin da produktiver und die steht immer erst um 1 oder um 2 auf. Das ist, wenn alle Mittag machen, dann macht die sich morgens ihr Frühstück hier. Also wortwörtlich nachts, ne? Nicht bis 11 oder 12, was vielleicht für einige nachts ist arbeiten, sondern die fängt um 8 Uhr abends an, arbeitet bis 5 Uhr morgens, weil sie sich dann besser konzentrieren kann und dann geht sie schlafen bis 1. Das ist also wirklich komplett verdreht. Ja, das mache ich seit 5 Jahren so. Ja.
Innenhof. Also hier vorne kommt man aus der Küche, kommt man raus. Und dann ist das hier so ein riesiger, großer Hof innen drin. Hier sind Sitzgelegenheiten, wo man sich hinsetzen kann. Dann ist hier hinten steht sogar noch ein Grill, hier noch mehr Sitzgelegenheiten. Hier, das ist wieder der Innenraum, wo wir eben drin waren. Und das ist einfach richtig cool, wenn hier drin die Sonne scheint. Das ist so cool, hier zu arbeiten oder einfach nur so zu sitzen abends noch. Du hast das Sofa noch gar nicht gezeigt. Das Coolste hier. Ja, hier ist noch so ein chilliges Sofa in der Ecke. Und nicht wundern, hier sind Geböller die ganze Zeit, weil heute Feiertag ist und anscheinend böllern die an Feiertagen. Ja. Das ist so laut seit heute Morgen. Vor allem sind hier so Hunde, die erschrecken sich jedes Mal. Man hört immer diesen Böller und dann hört man diese Hunde einfach nur jungsen? Junken? Jauchzen. Jauchzen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Normalerweise zwitschern hier Vögel, ne? So, und was hier nach ganz viel Gekritzel aussieht, ist erstens auf der anderen Seite natürlich richtig rumgeschrieben. Wir sind jetzt mal rausgegangen, weil man es besser lesen kann. Das ist aber genau das eigentlich, was so ein Co-Living hier ausmacht. Und zwar, wenn man jetzt hier hinguckt, heißt das Collaboration Board. Und das bedeutet, dass jeder, der hierher kommt, quasi einmal aufschreibt, was kann er? Also mit welchen Fähigkeiten kommt er hierher? Ist er ein Designer, ein Programmierer, ein Berater irgendwo drin? Kennt sich jemand mit Pinterest besonders aus und so weiter? Und das wird dann einmal alles runtergeschrieben. Einmal, wer sich damit auskennt und auf der anderen Seite, wer sich für dieses Thema interessiert. Und wenn besonders viele bei einem Thema sind, dann wird ein Wochenplan erstellt. Das wird immer montags 7 Uhr gemacht, wo einmal in der Woche aufgeschrieben wird, was so ansteht. Entweder möchte jemand an den Strand gehen, Beachvolleyball, sonst wie, dann wird das alles mit aufgeschrieben. Oder möchte immer hier Tapas Night, glaube ich, steht hier irgendwo, dass man irgendwo gemeinsam essen geht. Aber diese Sachen werden dann auch in diese Woche übertragen und daraus werden dann richtige Termine gemacht. Meistens um 1 oder 7 Uhr, wo dann gesagt wird, als Beispiel, okay, ich interessiere mich besonders für Pinterest oder für das Projektmanagement-Tool Asana. Dann wird das hier reingepackt, 13 Uhr findet das statt und dann wird damit gemeinsam gearbeitet. Das ist sozusagen wie so ein Workshop meistens. Und das unterteilt sich einmal, steht hier oben, in Mastermind und Skillshare. Der Unterschied ist, Mastermind ist einmal, jemand hat ein Problem oder kommt irgendwo nicht weiter und dann versucht die ganze Gruppe zu helfen. Das wird dann auch terminiert. Und ein Skillshare ist, hey, ich kann was und ich bringe euch das bei. So, dann können wir mal gucken, was heute ansteht. Das steht für heute an und das steht für heute Abend an. So, jetzt filmen wir euch aber noch ein bisschen rum hier durchs Haus. Hier hinter mir, das ist erstmal so der ganze Wohnbereich hier. Hier findet eigentlich eher so abends das ganze Leben statt. Also hier ist so eine Wand, da kann man Filme dran projizieren. Da werden abends dann manchmal Filme geguckt oder irgendwelche Präsentationen werden da gehalten. Und ja, das ist der gemütliche Part. Das ist hier der Flur und der Eingangsbereich. Ne? Ich wollte das drehen und dann hätte ich jetzt den Raum gezeigt. Ach so. Okay, jetzt dreht Daniel einmal. Und hier, ja, hier hinter mir, hier sind noch sowas wie so Fokusräume, heißt das. Da drüben sind halt eher so die Räume, da kann man auch mal quatschen. Und hier ist so, okay, du gehst da rein und dann arbeitest du und dann bist du ruhig und du tippst nur deine Tasten. Also Fokus. Aber stell dich mal hier hin, guck mal, dann sieht man auch den Fernseher. Achso. Da ist kein Fernseher. Ach so, Radio. Das ist ein Radio. Ja. Ja, sollen wir den mal leise zeigen, den Fokusraum? Ja, ne? Aber psch. Zu den Zimmern geht es dann hier hoch, wo der Daniel schon wartet. Ich werfe mal kurz die Kamera hoch. Ja, und hier oben, hier sind nicht nur Doppelzimmer, sondern hier sind auch so Mehrbettzimmer. Also sind dann halt mehrere Leute, teilen sich dann ein Zimmer. Und die haben dann hier ein Gemeinschaftsbad. Das ist Gemeinschaftsbad für Typen. Und hier oben ist noch ein Gemeinschaftsbad für Mädels. Aber einen Raum wollten wir noch zeigen. Dafür gebe ich wieder ab nach unten. So. Okay. Hat man geglaubt, dass wir geworfen haben? Ja, ne? Den Effekt Hammer. Und zwar den Skype-Raum. Der ist nämlich hier, neben dem Fokusraum. Hier kann man sich zurückziehen, das ist ein extra Raum, hier kann man die Türen zumachen und wenn man mal irgendwie telefonieren muss, geschäftlich oder irgendwie eine Videokonferenz oder sowas hat, geht man hier rein und es gibt hier so einen gemeinsamen Kalender, so einen Online-Kalender und da kann man einfach eintragen, wenn man den Raum braucht, also sozusagen den Raum buchen. Aber ist jetzt ein Preis mit inbegriffen, wir gehen einfach hier rein, wenn der frei ist. So. Das. Ja, ja. Aber die Wand ist so geil, die ist wirklich von irgendwas die 100, die ist ganz alt. Die ist richtig schön. Ja. Alright. So, klären wir vielleicht erstmal so ein paar generelle Fragen, die wir schon über Instagram bekommen haben von ganz, ganz vielen. Zum Ersten. Welche Art von Mensch kommt hierher?
wie ihr vielleicht gesehen habt, schon auf der Aufnahme von eben, von dieser Scheibe, wo diese ganzen Skills da aufgeschrieben waren, also was hier die ganzen Leute irgendwie alles vermitteln, hier ist von jedem Schlag Berufes eigentlich irgendwas vorhanden. Hier sind sowohl halt so die typischen Programmierer, Designer und all sowas, dann sind aber auch Übersetzer hier, freie Schriftsteller und Life-Coaches, Blogger sind auch da. Genau. Ist echt irgendwie jeder, der irgendwie seine Sachen packen kann und von woanders arbeiten kann, den findet man hier. Ja. Und übrigens auch egal welches Alter. Ich glaube, jüngste ist gerade 25, wenn ich das so richtig sehe. Und älteste, schätze ich, war hier zumindest bis vor ein paar Tagen 55. Ja, würde ich auch so sagen. Nächste Frage. Wie lange bleiben die Leute ungefähr hier? Unterschiedlich. Es gibt Leute, die bleiben eine Woche hier, merken aber dann, wie geil es ist und wollen dann noch länger bleiben. Durchschnittlich aber ist es ungefähr 1 bis 2 Monate. Ja, ich glaube, wir sind echt so der Durchschnitt mit einem Monat. Ja, letzte Frage. Wie gefällt es uns denn überhaupt gerade so? Also wir sind jetzt 2 Wochen insgesamt hier und wir wussten, dass es cool wird. Es ist das erste Mal, dass wir Co-Living machen, aber das ist so cool wird. Ja, wir hätten am liebsten wir noch verlängert. Es sind alles komplett verschiedene Menschen da. Also die Leute sind noch alle international. Hier ist es USA, Brasilien, Holland, Deutschland, England, keine Ahnung. Und überall kommen die Leute hierher. Und komplett unterschiedlich, aber irgendwie hast du das Gefühl, die sind alle auf einer Welle. Also das ist so... Ja, das stimmt. Ja, du verstehst dich direkt sofort mit allen. Ja, und natürlich auch, sagen wir mal hier, professionelle Ebene, das ist auch mega cool, weil man sofort sieht, dass direkt ein Austausch da ist. Also wenn irgendjemand sich mit einer Sache auskennt und ein anderer ein Problem hat, dann wird nicht lange gewartet, sondern es wird direkt irgendwie gefragt, wann hast du Zeit, wann sollen wir die Sachen klären, ich helfe dir. Aber auch persönlich, weil halt jeder auf der gleichen Welle surft, so ungefähr, ist es richtig cool, was für Gespräche zustande kommen, wie tief die zum Teil gehen. Ich habe mir so viele Sachen aufgeschrieben für mich, die ich mitnehmen will. Man merkt, wir sind begeistert, oder? Ja. Und was halt richtig cool ist, jeder hat hier seinen eigenen Arbeitsrhythmus und manchmal kommt es vor, dass auch abends irgendwie um 10 einfach nochmal irgendwie 3 Leute den Laptop aufklappen und man mal zusammen arbeitet. Der andere arbeitet nachts, der andere tagsüber. Richtig cool. So, und ansonsten würde ich sagen, also wir wollen das jetzt erstmal hier so ein bisschen alles erklären, das Haus hier zeigen. Ja. Und jetzt haben wir das und zeigen einfach mal, wie der Tag so aussieht hier, wie so ein typischer Co-Living-Alltag aussieht. Ja, also jetzt gerade ist noch nicht so viel los, aber in ein paar Stunden sieht das hier bestimmt ein bisschen anders aus. Glaube ich, was mit Marketing. Er ist Programmierer. Und Daniel macht jetzt erstmal einen Kaffee. Und das ist der Tobi, der uns verlässt heute. Das ist Tobi, ich reise seit rund 7 Jahren und bin auch sehr, sehr viel in Airbnbs und unterschiedlichsten und Hausungsmöglichkeiten. Aber meistens ist man irgendwie alleine und dann ist immer ein Effort, irgendwie rauszugehen, Leute zu treffen, Freundschaften zu schließen. Besonders wenn man viel reist, ist es einfach schwierig, schnell in die Tiefe zu kommen. Und Co-Living bedeutet im Prinzip, dass man hier eine Community hat und alles, was man tun muss, man muss einfach nur runtergehen ins Wohnzimmer und da sind Leute und damit kann man spielen, tiefe Gespräche führen, alles Mögliche. Das hilft dir einfach sehr, sehr schnell, sehr viele und gute Beziehungen zu bauen. Und was machst du? Oh, beruflich? Ja. Beruflich helfe ich, oh Gott, das sage ich auch mal in Englisch, ich helfe Firmen, ihre Conversion auf der Webseite zu optimieren. Das heißt, wenn ihr ein Produkt kauft oder sowas, dann komme ich quasi rein und helfe euch einfach, dieses Produkt öfter zu verkaufen, durch Designänderungen, durch ein korrektes Tracking und diese ganzen Geschichten. Einfach Conversion-Optimierung. Und du bist Gründer von Und er hat selbst was ins Leben gerufen und zwar... Das ist richtig und zwar habe ich mein eigenes Task-Management-Life-Organizer-Tool gebaut, mit dem ich einfach meine Woche plane und das ist sehr effizient und effektiv und sehr positiv und du kriegst Konfetti, wenn du Sachen completest. Das, was wir übrigens draußen gemacht haben, gerade mit den Zetteln, das war ein Workshop, wo eine sich mit der Methode Design Thinking auskennt. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist so eine Methode, um kreativ auf Problemlösungen zu kommen. So. Und eigentlich erzähle ich das jetzt nur, weil ich euch einmal eine Schrift zeigen wollte von einer, die hier ist. Guckt euch, die ist auch Designerin. Sieht irgendwie cool aus, ne? Ich fand's cool.
Ja, tagsüber wird eigentlich die ganze Zeit gearbeitet, entweder hier in der Küche, im Fokusraum oder draußen, wo sie da sitzen. Ist immer komplett aufgeteilt, einige arbeiten auch im Sofa, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber einige finden es bequem. Und jetzt wird dann langsam abends, fangen schon Leute an zu kochen. Das hatte auch jemand bei Instagram gefragt, ob wir immer alle zusammen kochen. Nicht immer alle zusammen, jeder kocht halt zu seiner Zeit, wann er möchte. Es gibt auch Leute, die kochen jedes Mal um 23:30 abends. Aber wenn wir zusammen kochen, dann wird das auf diese Wand geschrieben, von wegen, hey, es gab mal einen Crepe-Abend, da haben wir alle gemeinsam Crepe gemacht und hier zusammen die Tische zusammengeschoben. Also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben jemanden, der Brot backt. So, how's it going? Good. Story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart. So, wir gucken jetzt an einem Update, was das Brot jetzt macht. Oh! Wow! Everyone's surprised! I'm not a baker. This is my first sourdough. But what do you normally do? Digital marketing. So, jetzt ist es, keine Ahnung wie spät? 10 Uhr oder so. Entweder ist hier gar nichts los, weil die Leute irgendwie draußen sind, es wird ein Film geguckt, es wird irgendwas gemeinsam gespielt, ja. Es wird gearbeitet. Manchmal geht alle zusammen Tapas essen, manchmal geht man einfach so, irgendwie trinkt man hier zu Hause noch ein Weinchen oder so. Ich glaube, das Video ist generell schon ein bisschen zu lang geworden. Ist das so ein typischen Tag? Gibt es ja eigentlich nicht, aber so, dass ihr einfach mal seht, keine Ahnung, war halt cool, euch das mal jetzt zu zeigen, wie das hier abläuft. Wir fühlen uns so unfassbar wohl hier. Wir können nur sagen, für jeden, der irgendwie seine Arbeit von unterwegs machen kann, das ist so ein cooles Konzept, wenn ihr einfach sagen könnt, ihr arbeitet mal einen Monat von woanders, nehmt die Chance und macht sowas einfach mal cool. Vor allem, weil es einem so viel bringt, wie viel wir gelernt haben in der Zeit einfach. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir waren. Und wir sind erst 2 Wochen hier, wir haben noch 2 Wochen. Ja, dann machen wir jetzt hier Outro-Teil. Genau. Im Flur. Im nächsten Vlog, dann nehmen wir euch aber auch mal mit hier vor diese Tür. Ach, und zeigen euch mal, wie es da draußen hier aussieht in Spanien. Ist nämlich richtig schön, die Stadt, ne? Genau, aber werdet ihr dann ja noch sehen. Okay. Genau. Gut. Lenny haben wir übrigens auch dabei, nur schon mal zur Info. Ja. Spoiler! Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Okay, hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier kommt ihr zum nächsten Video von da draußen. Ja. Zeige ich hier richtig? Ja. Okay. Ciao. Ciao.